Hallöchen, meine lieben Freunde, und damit darf ich jetzt das Neue gefahren. Let's Play Okami begrüßen. In der letzten Folge haben wir anscheinend den ersten Boss im Boss Rush gemacht. Anscheinend ist diese Arche hier so ein kleiner Boss Rush. Finde ich cool. 9 Schwanz besiegt, weiter zum nächsten, I would say. Also, das passt hier jetzt so, oder? Jo. Das Loch ist weg. Okay. Dann machen wir in der Folge ein paar Bosse. Gucken wir mal, ob wir alle schaffen. Okami Amaterasu. Es scheint, als ob ein finsteres Wesen verschwunden sei. Wenn doch nur die böse Kraft aus unserer Mitte verschwinden würde, dann, da bin ich mir sicher, dann würde die Arche wieder zur göttlichen Ebene zurückkehren. Ah, ich war bereit für die Unsterblichkeit, aber jetzt scheint es, als sei die Zeit für meine Seele gekommen zu gehen. Es hat meinem Herzen Freude gemacht, dass ich dich getroffen habe, bevor ich gehe. Ich hoffe, dass du zur göttlichen Ebene zurückkehren kannst, Amaterasu. Und dass du das Licht wieder in diese Welt bringst. Sayonara, I guess. Diese Stimmung in dieser Aura ist trotzdem sehr bedrückend. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Sollen wir noch hier im Boss speichern? Awa! Awa! Das braucht man nicht, das geht so, wir sind stark genug, der Sager. So, Akzent aus. Dialekt, sorry. Hier ist gar niemand. Okay. Dann Geronimo! Da wird man einfach geblockt und gleich gebaut. Was soll das denn? Bin zu laut, by the way. Bisschen. Bisschen zu laut. Wer ist denn das? Den kenne ich gar nicht mehr. Sieht aber leicht aus. Besser noch gar nicht, weil ich ihn angreifen kann. Hat noch nicht von hinten, wo keine Rüstung ist, aber. Dann warte ich eine Weile. Es ist dann doch einfach nur warten. Oder muss ich hier mit dem Feuer selber angreifen? Ich habe gegen den wenig mehr gekämpft. Ich geh einfach drauf. Oh mein Gott, er hat mich einmal getroffen, wie schrecklich. Und dann jetzt Wind. Ah ja. Jetzt machen wir das nochmal. Warte, ah fuck, jetzt sieht's gerade wieder an. Okay. Also einfach drauf. Okay, drauf. Lass dich können versuchen auszuweichen, ich will aber gar nicht. Easy boy. Einmal den hier. Ich würde jetzt sogar die Sage kriegen, aber die brauche ich glaube nicht mal. RIP. Okay. Nachdem ich wieder wusste, wie er geht, war er einfach. Aber ich wusste es halt einfach nicht mehr. Ich weiß halt auch nicht alles, tut mir leid, okay? Ich glaube, Schaden war ganz schön. Na. Na, war. War okay. Geht besser. Verbesserungswürdig, das. Tschüss.
say you know that it. Mal so eine Frage. Okay. Nicht, dass wir das wieder irgendwie vergessen, was zu leveln und da! Ich hasse mich immer noch dafür, da jetzt nicht. Weil ich einfach das ganze Spiel über nicht gemacht habe. Ah. Das ist auch so das Problem, wenn kein Mensch deine Videos guckt, kann dir auch keiner Tipps geben. Oh Mann. So. Wer erwartet uns hinter dieser Tür? Ich bin gespannt. Kein Vieh? Doch. Du bist so, Kamiya Matedasu. Ich hatte mich schon gewundert, als die Arche anfing, sich zu bewegen. Seht und staunt, es ist der Wächter unserer Heimat, der göttlichen Ebene. Göttliches Wesen Sadu. Warum musste uns so eine Tragödie passieren? Diese Arche war von der Mondkultur als Rettungsboot gebaut worden. Sie war viele Jahre lang auf der göttlichen Ebene aufbewahrt worden. Wir glaubten, es würde sicher sein, um unsere zukünftige Existenz zu sichern. Sind wir auf die Arche geflohen, als die Monster uns angriffen? Woher hätten wir denn wissen sollen, dass diese Arche unser Sarg werden würde? Ich weiß nicht. Vielleicht war es unser Schicksal. Vielleicht war alles von Beginn an vorbestimmt. Dieses Monster Odochi, das die göttliche Ebene angegriffen hatte, kam plötzlich über die See der Sterne geflogen. Und nachdem es unsere Leute und unsere Heimat zerstört hatte, fuhr es damit fort, auf dieser Welt Leid und Schmerz zu verursachen. Vielleicht war das alles vom Mondstamm so geplant gewesen. Das ist, glaube ich, weniger, wenn ich ehrlich sein darf. Das ist bestimmt so, was uns hilft. Solarenergie, dass ich keine... Alter! Amaterasu! Oh, Gold. Ich hab so langsam. Ah, okay, danke. Bisschen mehr vielleicht noch als einmal Solarenergie. Danke. Noch so zweimal und ich bin zufrieden tatsächlich. Das ist keine Solarenergie, Leute. Na, okay. Man kann nicht alles haben im Leben. Hui! Beam me up, Scotty. Wäre lustig, wenn jetzt Odochi kommen würde. Oh, nicht die. Oh, nicht die. Die war nervig. Ich wollte dich gerade... Warte mal. So, einmal das hier. Und dann eben noch. Vielleicht kriegen wir die noch down. Ja, GG, easy, bitch. Tja. Also, wenn das mal kein perfektes Ergebnis war, dann weiß ich auch nicht. Bitch, please, give me this 80.000 Yen. Oder um es auf Japanisch zu sagen, Doku Zengmang. Oder nee, nur Doku Mang. Doku Mang. Doku für 8. Nee, halt, 8 ist Hachi. Doku war 6. Ja. Also Hachi. Hachi Mang. Hachi Meng? Hachi Mang. Hachi Mang ist 80.000. Ah, Gott, Japanisch. Hachiman ist 80.000. Doch. Jo, dann kommen nochmal zwei Fotzen. Okami Amaterasu. Ich habe die Anwesenheit von jemandem auf der Arche gespürt.
Könnte das vielleicht dieser Mann vom Mondstamm sein? Ich kann seinen Schmerz tief innerhalb der Aura spüren. Amaterasu, du musst ihn sofort retten. Du musst die Tragödie aufhalten, bevor ihre Saat gesät wird. Um das Böse von dieser Welt zu exorzieren, muss die Sonnengöttin Amaterasu wieder auf die göttliche Ebene zurückkehren. Ich bete, dass du aus dem Himmel über diese Welt wachen wirst und dass du uns allen den Frieden wieder bescherst. Der war ganz schön melodramatisch, wenn du mich fragst. Just say. Just say. Jo, noch 10 Minuten für 2 Bosse. Würde sagen, das kriegen wir hin. Spinn zuversichtlich. Schon das Richtige. Ja, okay. Okay, wer ist denn der Nächste? Ist hier wieder ein göttliches Wesen? Immer nur jeder Zweite, oder? Okay. Okay. Muss ja auch nicht immer sein. Ja, braucht kein Leben. Ich habe eh kein Leben. Ich bin Nebelliga. Okay. Ich habe den Hype von ihm damals gar nicht mitbekommen und gucke jetzt gerade voll viele Videos nach Orochi. Ja, natürlich. Ich meine, gegen den haben wir auch noch nie gekämpft oder so. Oder auch ist ja auch easy, ne? Ich würde nämlich immer ganz gerne zuerst einen Kopf fertig machen. So. Er gibt dafür erst mir am meisten Sinn. So, nimm mal die Öl. So können wir nichts machen, ne? Ne. Könnten vielleicht die Blumen hier einfach weggehen? Dankeschön. So, die nächsten bitte. Die nächsten bitte. Da gibt er uns wunderschön Wind, was mich eigentlich ziemlich wenig juckt, TBH. Genau so war das. Ich war gerade ganz kurz verwirrt, aber passt alles. Wo ist denn dein fucking... Okay, ich habe seinen Maul einfach nicht mehr gefunden. Shit happens. Der kleine, kleine Wirbelsturm, der eh nichts kann. Okay. Der nächste ist betrunken. Ja, ist er. Er hat nur irgendwie sein Ding nicht. Aua. Fucking Fischis. Warte, bitte. Ich hab's gleich. Jetzt hab ich's. Ja, ja, beruhig dich. Beruhig dich das. Ah, lol. So. Hier, ne? Bin ich schon richtig. Ja. Nein, die Batterie ist bald leer. One hit. Beide Phasen? Ja, beide Phasen. Komm her. Okay, betrunken machen, weiß es. Moment. Gucken mal, ob wir den down kriegen in einer Runde. Komm schon, das kann in der Netze noch einen Treffer. Oh, nice. Okay, kriegen wir locken mit einmal, sage. Das ist gut. Der nächste, bitte, Leute, bitte rastet doch nicht ganz so sehr aus. Ist doch alles okay. Aber so ein Bosch-Wasch, ich glaube echt, dass das Spiel demnächst vorbei ist. Ich glaube, heute kriege ich es nicht mehr ganz durch, aber dann auf jeden Fall die Woche. Und dann werde ich noch ein paar Videos schneiden und dann werde ich bald mit Streaming anfangen. Mensch, bin ich noch gerade. Achso, das hält noch, ne? Ich glaube jetzt nicht mehr. Lieber zu viel als zu wenig. Sehr schön. Der nächste bitte. Herr Wo.
Er rollt die doch einfach und ist ein Sake. Nur trink viel eher. Trink den Aid Purification Sake. Oder doch wie. Aua. Ich hab gerade meinen Stahlfresssack oder wie heißt der, hab ich auch noch? Down. Da geht er down. So, noch 3 Köpfe ließ. Ja, Mensch. Du mit deinem Wasser immer. Muss ja was Besonderes sein, ne? Guck mal, ich habe Wasser. Ich bin besonders. Muss ich echt von hier aus killen? Nein, Gott sei Dank. Das wäre wirklich anstrengend gewesen. Wir nehmen wieder ein Stück. Wir haben eh so viel. Ich könnte den Verteidigungsdinger auch mal nehmen. Weil der benutzt was uns eh nie. Und er trifft uns vielleicht auch nicht so oft, aber wir benutzen ihn einfach mal. Das ist halt schon. Kein Blitzi für mich. Bist du behindert? Ja, nee. Muss ich später machen? Ich komme nachher nochmal. Oder? Wobei? Ah, okay, doch nicht. Ah, hey. Trink, mein Boy. Leg dich hin. Chill ein bisschen. Ist doch alles gut, ist doch alles okay. Es ist okay. Alles aus dem Weg. Und es ist sonnenklar. So, kann ich dich gleich machen? Weil du so badass aussiehst. Was ich ja nicht. Kann ich. Okay. Das ist sehr gut. Komm, dann reicht vielleicht auch noch für dich. Dann muss ich nicht nochmal einnehmen. Das wäre für mich als spanischer Schwabe sehr schön. Dankeschön. So, die letzten 2 bitte. Dann schaffen wir doch nur einen Boss. Oder auch, die dauert halt auch ewig lang. Aua. Er hat mich getroffen. Oh nein. Mir ist der Bein. Leg dich hin. Chill dein Leben. Mach dir keine Sorgen. Das heißt, die Sorgen bleiben dir immer fern. Keiner nimmt uns die Philosophie. Hakuna Matata. Komm her. Dann rüb ich dich auch noch und dann ist es gut. Das ist natürlich der Part, mit dem Schwert kommt, was ich zwar nicht glaube, aber bei dem Spiel weiß man nie. Ah, nee, rein. Ja, wir haben Odochi schon wieder besiegt. Mensch. Zum 3. Mal jetzt. Alle guten Dinge sind halt einfach 3. Und unser Geldbeutel füllt sich bis in die Unendlichkeit. Gut, dass wir ihn erweitert haben. Ja. Schön. Tschüss. Dann würde ich sagen, laufen wir schon zum nächsten Boss. Wir machen ihn aber noch nicht. Vielleicht ist es immer noch ein Dialog und dann passt das auch und blablabla und ja. Muss ich nur mal ganz kurz eben was schauen, ob sich nochmal Fragen von einem Kumpel aufgetan haben. Das heißt, ich kann ja auch zwischen den Dingen machen können, aber irgendwie dachte ich mir nie. Oh ja. Jö, dann ist es tatsächlich schon der letzte Boss des Teams. Wer fehlt denn noch? Ich weiß es gerade gar nicht. Pesthauch, oder? Ah ja, genau. Ich habe auf dich gewartet, Okami Yamaterasu. Mein flüchtiger Geist wird jeden Moment verschwinden. Ich bin froh, dass ich lange genug durchgehalten habe, um mit dir zu sprechen. Ich bin zu dir auch zuletzt gekommen, ist auch ein bisschen gemein, ne? Göttliches Wesen Azumi. Vor langer, langer Zeit bist du mit Orochi zusammen auf diese Welt gefallen. Dann hast du auf den Auserwählten gewartet, um Orochis Leben zu beenden. Du hast geduldig zahllose Monde abgewartet, bis endlich der Auserwählte Nagi geboren war.
Gemeinsam habt ihr dafür gesorgt, dass das Monster des Mondes von seinem Schicksal erteilt wurde. Es war dir nicht bewusst, aber das war nur eine Welle im Meer der Finsternis. Es ist genau 100 Jahre her, seit der Legende von Nagi. Das Monster hat in aller Ruhe seine Kräfte in all den Jahren gesammelt, bis es Nagis Nachfahren Susano dazu benutzt hat, seine Wiederbelebung abzuschließen. Und es versuchte noch einmal, diese Welt zu zerstören. Und ich war noch mal da, Bitches! Als du es zerstört hast, begann der nächste Schritt seines Plans. Es verfluchte das Land mit seiner bösen Kraft. Und die Welt wurde schon bald von Monstern aus der Arche überrannt. Oh doch, Ris böse Essenz war mehr als genug, um sie alle anzutreiben. Die glimmenden Kräfte der Finsternis verbreiteten sich über ganz Nippon. Und die Welt wurde in einen noch nie dagewesenen Sturm des Chaos geworfen. Und danach, nun, das hast du ja mit deinem eigenen Auge gesehen. Diese bösen Kräfte, welche die von dir besiegten Monster verließen, haben sich alle hier in der Arche der Yamato gesammelt. Die Wurzeln des Bösen auszutreiben, ist eine gewaltige Aufgabe. Du musst deine Augen offen halten, um zu erkennen, was sich im Zentrum der Dinge befindet. Ja, und ich glaube, da gibt's dann Pest auch. Ich finde den Boss Rush echt cool. Ich bin noch sehr, 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 sehr viel gespannter, was denn danach passiert. Ich hoffe, euch geht's gut. Wir kämpfen heute gegen den nächsten Boss, wird aber eben gerne mein Leben voll machen. Wenn es das hier kostenlos gibt, dann verschwende ich... Oh, nee, ist noch nicht ganz voll. Ist noch nicht ganz voll, der Schwabe ist noch nicht... Aber weißt du was, hier gibt so viele... Vasen, ich mach das immer alle kaputt. Wenn es hier so viele Vasen gibt, dann muss das einen Grund haben. Ich glaube, da kommt jetzt voll... Ja, aber eigentlich fehlt es nur noch Pesthauch. Also eigentlich kann ich mir gerne mal vorstellen. Kann man eigentlich den Magen erhöhen? So, weil das haben wir noch nicht gemacht. 300. Fuck. Sieht doch lustig aus. Nichts mehr. Nichts mehr. Nichts mehr. Okay, wollte ich nur mal angucken. Ja, da kann man bestimmt Farben, indem man irgendwie die Tiere auffüllt oder so. Glaube ich mal. Ist hier noch irgendwas Wichtiges? Ja gut, ich glaube, wir kriegen es keine Solarenergie mehr, weil unser Leben voll ist. Das würde Sinn machen. Jo, dann auf zum letzten Boss. Ich denke, es ist Pesthauch. Bin mal gespannt, ob ich richtig liege. Ja. War ja auch irgendwie logisch, ne? Komm. Wirf dein Schwert. Aua. Alter, vielleicht reicht das da sogar. Ach Mann! Kannst du mich nicht one-hitten? Wir fangen fest an. Ich bin ein Huren so. Na, nochmal das gleiche. Ich kann das einfach ein bisschen rum und weicht der aus. Alles klar. Alter! Das blaue Null. Wobei ich glaube, das war leider wrong. Boy. Ja, natürlich. Sollte ich mal hier rausweichen. Jetzt hab's. Dann kümmern wir das eben. Bam, bam. Bam, bam, bam. Ich habe vermutlich viel zu viel Schaden bekommen, aber das macht nichts. Dafür haben wir den letzten Boss besiegt. Und jetzt? Oh, hä? Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Zeit wäre gut gewesen.
Gut. Bosse sind alle weg. Dann schauen wir doch mal, wie es der Aache geht. Oh, Camilla Matedasu, es hat nach so langer Zeit begonnen. Die Wellen der Finsternis haben nun doch begonnen zu rollen. All diese böse Macht, ich halte das nicht mehr länger aus. Amaterasu, es gibt noch eine Sache, die ich dir sagen muss. Der Mann vom Mondstamm mit dem goldenen Haar. Ich möchte, dass du ihn etwas sagst. Die göttlichen Wesen werden niemals vergessen, wie er an deiner Seite gekämpft hat, als Orochi angegriffen hatte. Was laberst du? Das war nicht Wanda, das war Uki. Uki hat kein goldenes Haar. Wir werden ihnen für immer dankbar sein. Oder meinen die Uki? Aber Uki hat doch nicht goldenes Haar, die meinen doch Wada. Waka, nicht Wada. Waka. Jo. Ich glaube, der Kampf wird ein bisschen klasse, deshalb speichern wir jetzt auch mal. Also ich weiß nicht, Waka hat uns eigentlich kein einziges Mal geholfen. Der hat uns eigentlich immer nur genervt, so. Deshalb bin ich gerade etwas verwirrt, aber okay. Speichern. Geil, by the way, diese Boss-Rush, mega geil, macht voll Bock, macht voll Spaß, geil. Speichern! No. Wer kommt denn jetzt dran? Okami Amaterasu, schon dich mit meinem eigenen Auge zu sehen zu können. Ich konnte gar nicht sagen, wie viel Freude mir das bereitet. Es schmerzt mich, dass ich nicht bis zum Ende bei dir bleiben kann. Aber ich weiß, dass du uns nicht enttäuschen wirst. Jetzt werde ich mich den anderen anschließen, aber ich werde dich niemals vergessen. Und auch nicht, wie wir zusammen auf den Feldern unserer Heimat spielen. Ich bete, dass du immer hell scheinen wirst, Amaterasu. Danke. Vielen Dank.